Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video IEnumerable of T und IEnumerator of T genauer angesehen und diese beiden Interfaces auch implementiert. Einmal in Stack, einmal in ArrayEnumerator. Und haben eben auch gesehen in diesem Zusammenhang, dass die ForEach-Schleife mit IEnumerable of T funktioniert. Und was ich jetzt noch in diesem Video kurz anmerken möchte, ist, wie diese ForEach-Schleife denn eigentlich intern funktioniert. Also ich möchte sie jetzt eben ausformulieren. Also wie schaut das Ganze aus? Wir machen eben hier einen int-Element, oder nee, Entschuldigung, ein IEnumerator of T natürlich. Das ist eben unser Enumerator. Und den holen wir uns eben von der Aufzählung, über die Methode getEnumerator. Eben diese Methode, die auf IEnumerable of T definiert ist. So, das nächste, was wir machen, ist, wir machen einen try-finally-Block. Ich habe bei try-catch-Blöcken schon angemerkt, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir eben an try-catch-Konstrukte einen finally-Block anhängen. Habe aber noch offen gelassen, was denn damit eigentlich gemeint ist. Und genau das werden wir jetzt uns auch gleich anschauen. Zunächst machen wir jetzt aber erstmal hier Gedanken darüber, wie diese ForEach-Schleife denn intern aufgebaut ist. Also was muss ich machen? Ich muss mit meinem Enumerator MoveNext aufrufen. Und dieser MoveNext-Aufruf gibt mir einen boolschen Ausdruck zurück oder einen boolschen Rückgabewert. So, und den nutze ich jetzt einfach in einer While-Schleife. Das heißt, solange dieser Enumerator MoveNext-Aufruf bool, also true zurückgibt, kann ich immer wieder diesen Schleifencode ausführen. Was mache ich hier? Ich habe hier eben ein Element und das lese ich eben aus mit current. Entschuldigung, das ist natürlich kein Funktionsaufruf, das ist bloß eine Eigenschaft. Und wenn wir das haben, können wir eben sagen, console.writeline, so wie es vorher mal, dass wir dieses Element hier ausgeben wollen. Und wenn wir unsere ForEach-Schleife von davor nochmal ebenfalls hier hinzeichnen, dann hatten wir ja auch das T und das haben wir auch Element genannt. Und so, WriteLine Element gemacht. So stand ja die ForEach-Schleife vorher da. Und was in diesem Finally-Block gemacht wird, ist das Pause aufrufen. Also die Methode, die bei uns sowieso leer ist. Aber im Prinzip ist jetzt diese ForEach-Schleife identisch mit der Funktionalität, die ich hier eben explizit hingeschrieben habe. Also, schauen wir uns das nochmal genau an. Hier holen wir uns erst den Enumerator, haben wir bereits gesagt. Dann laufen wir so lange in dieser While-Schleife, bis MoveNext irgendwann mal false zurückgibt. Dann würden wir hier aufhören. Dann weisen wir current vom Enumerator an diese Variable zu. Dieses T-Element, Entschuldigung. Und genau das wird hier auch implizit gemacht von der ForEach-Schleife. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, dass das letztendlich hier der Schleifenkörper ist, was hier passiert. Ja? Warum jetzt dieses Finally noch? Der Sinn eines Finally-Blocks bei einem Try-Catch-Konstrukt, auch wenn wir jetzt hier keine Catch-Blöcke haben, ist folgender. Wenn in diesem Try-Block keine Exception auftritt, dann wird einfach nach dem Try-Block der Finally-Block ausgeführt und alles ist gut. Tritt hier eine Exception auf, dann wird natürlich nach einem passenden Catch-Block gesucht. Wir haben hier keine Catch-Blöcke, das heißt, wir würden sozusagen den Call-Stack hochgehen und gucken, gibt es da passende Catch-Blöcke
und können wir dort die Exception behandeln. Bevor jedoch hier diese Methode verlassen wird, wird auf jeden Fall der Finally Block ausgeführt. Auf jeden Fall. Also, was macht Finally letztendlich? Egal ob im Try eine Exception fliegt oder nicht, dieser Block wird immer ausgeführt. Und hier kann man dann eben häufig Funktionalität unterbringen, die eben beispielsweise diesen Enumerator disposen, das heißt eben die entsprechenden möglichen nativen Ressourcen, die dieser Enumerator inne hat, wieder loslassen. Oder wir könnten hier eben in einem Finally-Block, wenn wir hier nicht diese Funktionalität der For-Each-Schleife nachbilden würden, sondern einen Dateizugriff machen und hier tritt irgendwie eine Exception auf, hier in diesem Finally-Block, der ja auf jeden Fall ausgeführt wird, können wir dieses Datei-Handle, das wir vom Betriebssystem bekommen haben, wieder schließen. Ja? Also dieser Finally-Block wird eigentlich hauptsächlich in Kombination mit diesem iDisposable-Interface eben untergebracht und es ist eben nicht nur möglich, dass wir eben try catch finally haben, sondern wir haben hier eben bloß try finally. Dieses try finally soll nicht dafür sorgen, dass die Exception gefangen und behandelt wird, sondern es sorgt einfach bloß dafür, dass diese auf dem Enumerator auf jeden Fall dispose aufgerufen wird. Die Fehlerbehandlung in Catch-Blöcken muss aber irgendwo oberhalb des Call-Stacks letztendlich hier passieren, also in einer aufrufenden Funktion. Und so ist eben die interne Strukturierung der For-Each-Schleife. Genau das macht sie. Ja, dann war es das eigentlich auch schon zu diesem Video. Es war mal interessant eben zu sehen, wie arbeitet die For-Each-Schleife intern und eben auch auf dieses möglichen Finally-Blöcke, die man eben an Try-Catch-Konstrukte oder auch bloß an den Try-Block anheften kann, um bestimmten Code unter jeden Umständen auszuführen. Ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank.